Hey Leute, und willkommen zurück zu unserem Herr der Ringe Let's Play. Wir sind hier immer noch in Urgos Unterschlupf, der Drache, den wir jetzt besuchen gehen. Ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt weiter durch. So sieht's nämlich aus. Los geht's. Was noch so alles auf uns zukommt hier in diesem Unterschlupf. Ja, das zum Beispiel. Vorsicht, da kommt einer angecharged. Den schnapp ich. Oh, was ist hier los? Oh mein Gott. Okay. Oh. Denk dran, wir haben keinen BLA. Ja. Ich mach den Magier. Oh, komm her. So. Warum haben die alle so einen Knockback? Oh, der ist weg. Oh, das kann doch nicht sein. Oh. Komm, komm, komm. Oh, du. Oh, was zum. Du gehst mir auf die Nerven hier hin. So. Na also, der ist weg. Schnell den. Du kannst bei den Großen ja gar nichts wegblocken. Ja, nee, hau bei dich immer mit dem Hammer und du fliegst erstmal. Ich bereite den Crit vor. Ich bin schwer verletzt. Sieh zu. Auenlande. Ich helfe der Elbe. Mach du den. Dann kümmere ich mich um die Bogenschützen oben. Kopf ab. So. Heiß Uruk. Der ist weg. Jetzt bist du dran. So, der ist auch weg. Oh Mann. Bin froh, dass wir das auch ohne Bela-Raum überlebt haben, sag ich dir so wie es ist, ne? Aber wieder 5 Halbränge weg, ja. Ja, das ist echt krass. Das Blocken ist ja schön und gut, weißt du, bei diesen Menschen mit ihren 2 Schwertern. Geht das ja. Die hauen so schnell zu, aber du blockst halt einmal weg. Dann machst du so einen komischen Schlag, so mit dem Schaft von dem Schwert. Dann sind die erstmal benommen, du kannst sie hauen, aber diese großen, die kannst du gar nicht wegblocken. Die hauen dich immer und da fliegst du zu Frodo nach Beutelsende. So sieht's aus. Und das gleiche ist auch bei den Schildträgern. Ich habe versucht, mal so einen Charge wegzublocken, ist denen scheißegal. Die hauen dir einfach ins Gesicht und dann ist gut. So. Den Dicken, da kannst du echt nur ausweichen. Gehen wir mal hier hoch. Oh, guck mal hier. Ja, du kommst ein bisschen zu spät, mein Freund. Bereite den Crit vor, du haust ihn weg. Brauche mehr Zeit. Oh, okay, dann. So, er hier. Na komm, sieh zu. Ja, das meine ich, weißt du. Ich... Okay. Vorsicht, da kommt Charge. Ich kann das noch nicht tun. Na, also. Ich kümmere mich um den hier. Das wird dich niederstrecken. So, ja, das war's. Erhalte dich auf deinen Stolz vor! Und komm her. Na also. Mal gucken, ob ich den Crit vorbereiten kann. Meine Kraft reicht nicht. Hab ich. Na. Was macht er da? Was? Voll weg. Was? Das hat ja gedauert jetzt, Alter. Erstmal theatralisch umfahren. Mhm. Und vor allem in der Luft schweben. Wie beim Fußball, weißt du? Den habe ich jetzt echt nicht gesehen. So. Wiedersehen. Okay, die wollen da hängen. Der Tod soll euch holen! Oder? Ja, doch, die hängen da. Guck mal hier, ich habe hier. Achso, du hast noch zu tun da unten. Oh, pass mal auf, wenn du da runter gehst, kommst du nicht mehr hoch, ne? Ja. Ja, hab ich mir gedacht. Runtergerutscht. Ich geb dir Deckung von hier oben. Oh, bereite den Crit vor meinem Großen. Ich habe nicht die Kraft. So, und. Wunderbar. Ja, ich geh nochmal schnell looten, ja, bis gleich. Ja, toll. Kann ich leider nicht mehr hochholen. Mal schnell die Truhe. Schotthaufen. So. Und vor allem Mana geht jetzt hier mittlerweile drauf. Irgendwas ist komisch bei dem Spiel jetzt. So. Kleiner Zwerg ist schon vorgerannt. Ich komme. So. Gut. Was ist hier los? Oh je. Yeah. Oh, warte mal, lass die mal. Bogenschützen da hinten, ne? Oh, der kriegt erstmal Bellaram ins Gesicht. Auf Wiedersehen. So, ich guck mal, dass ich da hinten die Magier wegkriege. Na komm. Crit kommt.
komm schon. Stirbt er denn nicht? Jetzt habe ich ihn. So, und... verschwinde. Nice, ihn habe ich weg. Okay, ich kann helfen. Ich kann das noch nicht tun. Na also. Jetzt... oh, bleib, gehst du bitte da runter? Na also. Was ist das? Fußspur? Ich will da runter. Oh Mann. Also, komm doch mal her, guck mal hier. Kopf ab. Hier sind Fußspuren, die führen hier runter. Okay, seid gar nicht hoch. Na, erstmal das hier. Ah, ein geheimer Vorrat, der nimm das hier. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. So. Und noch ein Schutthaufen. So, und eine Truhe. So. Na gut, und dann kommen wir wieder zurück auf den Weg. Ja, das kannst du auch mitnehmen, ausnahmsweise. Nochmal Schutthaufen. Pfeile, Pfeile. Was kann ich eigentlich tragen? 60 habe ich jetzt. So. So nicht. Dann gehen wir mal hier lang und sammeln das auf. Oh, guck mal, Schriftrolle des Hexenmeisters. Schön. Mhm. So, guck ich jetzt, glaube ich, bin glaube ich aufgestiegen. Ja, ich bin aufgestiegen. Hey, sogar 2 Level. Coole Sache. Dann skillen wir das hier mal hoch. So. 6 von 7 Schriftrollen. Dass wir hier auch 20 haben. Und hier können wir mal alle Punkte rein, die ich habe. Wunderbar. Oh, ein bisschen mehr Damage mit dem Bogen. Ein bisschen viel mehr Damage. So, dann haben wir hier noch das zum Ausskillen. Und zack. Na? Wunderbar. Coole Sache. Dann haben wir eigentlich, da bin ich hier sogar fertig. Gemeinsamer Bonus. Den Schaden jedes Gefährten. Ah. Naja. Na, gucken wir mal später. Änderung speichern, ja. Wunderbar. So, steht eigentlich in dem Questlog dann auch, wie viele Schriftrollen wir noch brauchen? Eine. 6 von 7. Ah ja, okay. Wunderbar. Dann machen wir weiter. Mhm, der gehört mir. So, gucken, was für Schaden jetzt kommt. Ja, das war's. Na komm, komm, komm. Und da war der Crit. So, geradeaus du gehörst mir. Das muss warten. Tja, Wiedersehen. Hat ja funktioniert. So. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Oh, da oben. Da haben wir so ein paar Dicke. Du kannst schon mal vorlaufen. Versuch mal den Weg lang zu laufen. Sofern die auf mich konzentriert sind, kann ich sie ja hier ablenken. Was noch? Mal gucken. Den einen, der tut nichts. Er läuft nicht in unsere Richtung. Ich hab ihn sogar raus. Da steht jetzt noch ein Bogenschütze, den ich sogar von hier treffen kann. Den ich auch raus habe. Na wunderbar. Nun beeilen wir uns mal und laufen wir außen rum. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Ich bin fertig. Mana aufsammeln hier ein bisschen. Ja, kann man hier was looten? Nein. Na. Ich komme, ich eilig fliege. Wunderbar. Und weiter geht's. Das ist doch schön. Eine Goldader. In so Höhlen fühlst du dich zu Hause, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Tja, du bist ja lustig. Mal gucken, ob du lange überlebst. Das war ja leicht. Der Standvater Eredan hat einen betäubenden Schuss abgefangen. Mhm. Warum sollte mich dies interessieren? Naja, das ist mein Crit. Haben wir hier den Plan
glänzendes Gold. Hat funktioniert. Aber du sagst mir das ja immer. Das ist richtig. Ah, eine Goldader. Ja, dann sammel du mal deine 5000 Goldadern ein. Ja, geht's recht so? Warum gehst du weg? Weil hier unten so, noch ein Lager war. Okay. Ich hab gedacht, wir müssen da unten lang, bitte verzeihen Sie mir. Ja, das ist überhaupt kein Problem, ebenso. Beckenbrex. So sieht's aus, Brex. So, jetzt haben wir hier noch einen Vorrat. Das sollte sich als nützlich erweisen. So, das nehmen wir alles mit. Und noch einen Schutthaufen. So. Und dann verkaufen wir das Zeug hier. Ja, lass verkaufen. Muss ich ja bald mal gucken, dass ich was mit Sockel finde. Ich habe so viele Plätze hier, die muss ich unbedingt mal. Naja, so. Dann die Heiltränke. Nur drei? Na, ja. Ah, da kaufen wir auch mal auf. So. Kurz einmal nach Bögen gucken und nach Waffen. Nix. Nix. Na? Gut, den kaufe ich einfach. Das will ich gar nicht haben. Ich habe irgendwie Probleme mit meinen Doppelklicks in letzter Zeit. Das ist ja richtig nervig, Alter. Ja, ich klicke es an. Passiert nichts. Nochmal. Nochmal. Jetzt. Und, okay, das verkaufe ich von anders. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Los, weiter geht's. So. Dann gucken wir mal. Irgendwo muss ja hier dieser Drache sein. Jetzt geht's erstmal wieder raus. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Mhm. Oha. So, ja. So sieht der auch aus. So. Der kann mit Sicherheit wieder so schießen wie dieser Wulfrum. Ja, das hab ich mir gedacht. Ich hoffe, sie stellt wieder ihr Schutzschild. Bitte, stell dein Schutzschild. Gut, dann tut es nicht. Ja, schieß rückwärts oder was? Kein feindliches Schild. Jetzt hat sie es gestellt, nice. So. Natürlich bringt er jede Menge Freunde mit. Oh, und taucht direkt hinter mir auf. Und verschwindet wieder. Was bin ich? Unterstützung. Ich wollte gerade dich schauen, ne? Na also, den hat's zerlegt. So. Komm, verschwinde. Was zum... Oh, und der kloppt auf mich ein. Was zum... Das hab ich immer, also überhaupt nicht mitgekriegt. Oh, macht der Schaden, Alter. Bogenschützen, ne? Leck mal den Dicken ab, ich mach die Bogenschützen. Aber wenn er nicht dauernd verschwinden würde. Der, oh. Was war der mal bei dir? Ich weiß es nicht. Mobs haben irgendwie die Angewohnheit hier gespielt. Immer wenn ich an dem dran bin. Hab ich alle? Ja, ich hab alle. Oh, was zum... Wie sollen wir denn in das Schild hier rein? Wo ist er? So. Er ist weg. Er spawnt eh bei mir, wollen wir wetten? Ne, er spawnt dahin. Okay, dann geht er wieder weg. Das ist doch ein nerviger. Ey, das ist doch nicht wahr. Boah, will der mich verarschen oder was? So, ja, aber natürlich. Wenn ich mal rankomme, dann schießt er mit seinen Dingern durch die ganze Zeit weggeschleudert. Noch nicht bereit. Ja. Nee. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. So. Oh, der bringt Freunde mit. Guck mal da hinten hin. Okay, raus. Oh, Scheiße. Das ist mir zu doof. Das macht Jorks. Ja. Oh, krass, ey. Absolut krass. Was hast du denn für Schmerzen, ey? Ich brauche Hilfe. So. Bleib's bitte liegen. Weil ich da Bock drauf habe, danke. Hab ihn. So, komm her, dich mach ich im Nahkampf. Du gehst. Sack. So. Und tschüss. Gut, dann machen wir das halt so. Also ich wollte eigentlich einen Heiltrank nehmen. Das ist schon in Ordnung. So, der letzte da oben. Das muss warten. So, und auf Wiedersehen. Wunderbar.
Und nochmal hier schnell ins Feld stellen, damit wir ein bisschen Heilung abkriegen. Und da spart man einen Heiltrank. Wunderbar. Das war doch jetzt gerade die letzte Schriftrolle, ne? Die letzte gewesen sein, ja. Ah, jetzt noch Loot. Da links ist noch ein Schutthaufen. Ja. So. Aber da hinten ist noch was. So. Hier hoch können wir aber nicht, ne? Ne, müssen wir außen rum. Naja, gut. Das war die letzte Schriftrolle. Machen wir weiter. Den haben wir ja gerade gekillt hier im Ladescreen. Ich hätte ihn, glaube ich, mit einem Schuss ins Knie oder in den Arsch kaputt gemacht. Was ist das jetzt hier? Na. Ich habe deinem Herrn gesagt, dass ich ihm antworte, wenn ich es für richtig halte. Du bist nicht, was ich erwartet habe. Du bist kein Mensch aus Khandun und auch kein Beorninger. Vielleicht wirst du mir sagen, warum ihr hier seid. Wollen wir auf die Vollen gehen? Wir haben vor, dich zu vernichten. Jo, mach mal. Ich bin Iradan, ein Waldläufer aus Eriador. Meine Gefährten und ich sind gekommen, um dir ein Ende zu bereiten. Du bist ein mutiger Waldläufer, zugegeben, aber ich habe in all den Jahren schon viele mutige Männer verschlungen. Du bist nur ein weiterer Möchtegern-Held. Na komm, dann bringen wir's hinter uns. Spiel nicht mit mir, Drache. Wenn du vorhast, mich zu töten, dann tu es einfach und erspar mir deine Häme. Dich töten? Das werden wir sehen. Kann es sein, dass ihr Aganda dient? Mit Sicherheit nicht. Wenn du glaubst, dass das wahr ist, weißt du nichts über uns. Wir haben geschworen, Aganda zu vernichten. Habt ihr das wirklich? Vielleicht können wir uns auf einen Handel einigen. Ein Handel mit einem Drachen. Was meinst du? Echt nicht so schlecht sein. Ja, mit der Tatsache, dass diese komischen Orks mittlerweile schon so viel Schaden machen, wäre es vielleicht doch sinnvoll. Einen Handel? Was für einen Handel? Aganda möchte, dass ich ihn bei seiner Eroberung des Nordens unterstütze. Als Belohnung bietet er mir das Reich am Norden Bad und alle Reichtümer, die dort zu finden sind. Nein. Er kann dir Nordinbad nicht geben. Es gehört Gorin und seinem Volk. Selbst mit Agandas Unterstützung wirst du es niemals bekommen. Ich sagte nicht, dass ich es will. Was ist Nordinbad schon mehr als ein Loch im Fels, wo eine Handvoll Zwerge die mageren Schätze, die das graue Gebirge hergibt, aus dem Stein kratzen? Wenn ich Nordinbad wollte, hätte ich es mir schon längst genommen. Nein, ich habe mein Auge auf einen weit größeren Preis geworfen. Ich will die alte Festung des Hexenkönigs selbst. Khandun. Dann hol's dir. Was hindert dich daran, es dir zu nehmen? Aganda. Er hat die Kontrolle über Khandun übernommen. Von dort plant er, den Norden zu erobern. Ich würde ja gerne fragen, warum er Schiss vor ihm hat, aber ich weiß nicht, ob das ratsam ist, einen Drachen zu ärgern. Ja, doch machen. Wenn du so mächtig bist, warum nimmst du dir nicht einfach Khandun von Aganda? Hast du etwa Angst vor ihm? Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Waldläufer! Ich fürchte keinen Menschen.
aber Agandar ist ein Diener Saurons. Und ich habe nicht vor, mir den dunklen Herrscher zum Feind zu machen. Ihr habt das allerdings bereits getan. Wenn ihr wünscht, dass ich in diesem Krieg neutral bleibe, vernichtet Agandar und gebt mir Khan Doom. Hört sich ja gut an. Weißt du was? Machen wir. Also gut, Drache. Da Agandar das größere zweier Übel ist, werden wir dein Angebot akzeptieren. Halte dich aus diesem Krieg heraus und Khan Doom wird dein sein. Eine weise Entscheidung. Dann enttäusche mich nicht. Und wenn dir das Schicksal Nordenbarts wirklich am Herzen liegt, dann wirst du vielleicht zurückkehren wollen. Agandar greift es an, noch während wir hier sprechen. Mieser Scheißer. Sie werden unsere Hilfe brauchen. Gehen wir. Oh ja, unbedingt. Beeilt euch. Na. Ich frage mich wirklich, was in der Höhle passiert ist. Doch wenn Freunde in Not sind, ist keine Zeit für Fragen. Ich rufe Armenel und Barantor. Dann können wir aufbrechen. Na gut. Nordin war mit angegriffen, da sollten wir natürlich schnell helfen. Nun Leute, ihr habt jetzt zum Schluss noch den Drachen zu Gesicht bekommen. Eigentlich hatte ich mich auf einen coolen Kampf gefreut. Aber er wollte nur einen Handel. Okay. Dem sind wir dann entgegengekommen. Wir machen uns jetzt zurück nach Nordinward, in der Hoffnung, dass wir die Angriffswelle von Agandar auf die Festung noch rechtzeitig abwehren können. Aber all das im nächsten Part. Macht's gut! Ciao! No.